Hier vorne auf der Bühne, es war sehr lustig und mit der Musik. Ne? Ja, war toll. Ja, was ich jetzt sage, klingt vielleicht etwas ungewöhnlich, aber das Schädliche an den Blechinstrumenten liegt in der Tatsache, dass sie die Lungen stärken und damit das Leben der Musikanten verlängern. Das ist nicht von mir, sondern das ist von George Bernard Shaw, der hat das mal gesagt. Man muss schon ganz schön suchen, dass man gute Stücke auch findet, die fürs Blasorchester arrangiert sind oder für so ein Musikkorps arrangiert sind. Mhm. Das ist ja ganz häufig so, dass wir auch klassische Sachen spielen, wo eigentlich Streicher und sowas dabei sind. Das müssen die Klarinetten übernehmen. Ja. Aber es gibt schon ganz gute Sachen, man muss es nur suchen. Also ich kann mich dem so anschließen. Musik also ist für mich ist gar nicht zu beschreiben. Also ist einfach toll. Klang, was das für uns bedeutet, dass wir den ganzen Norden schön klingen lassen mit Alphörnern, mit allem, was wir haben, also viele verschiedene Instrumente und viel Spaß haben werden hier an der Nordsee. Nicht aufgeben, nein, nein, nicht aufgeben. Rolf, begleit mal. So lachen kann ich nicht. Ich denke, dass Sie die Blasmusik oder diese Musik, die wir machen und auch die Kollegen, die hier alle sind, die alle hervorragende Musik machen, einfach den Menschen erfreut durch dem, dass man selbstgemachte, handgemachte Musik hat und eben ganz viel Spaß hat mit dem, was man selber tut. Und ich glaube, dass Kinder, Jugendliche und auch ältere Leute damit ganz viel Spaß haben können, wenn sie es selber machen. Wissen wir, was wir gerade bei dem Alphorn gesehen haben, dass es spontan einfach klappt. Wenn Ihnen die Musik nicht gefällt, je mehr Sie uns ausgeben, es könnte besser werden.